Moin Leute, ich bin's wieder, TKW, und heute mal wieder eine neue Mod-Vorstellung. Ja, heute wollte ich euch den Invasions-Mod vor... Die Invasion-Mod, genau so heißt das, vorstellen. Und ja, das ist ja mal wieder eine Mod-Vorstellung seit langem mal wieder. Nee, hatte ich ja lange nicht mehr. Auf jeden Fall werde ich das jetzt immer ein bisschen anders machen. Und zwar werde ich die Crafting-Rezepte nicht mehr so zeigen in Kisten und so, sondern die seht ihr immer oben rechts in der Ecke eingeblendet. Ja. Und dann fangen wir direkt mal mit dem allerersten Item an. Und zwar ist das der Nexus. Das ist eigentlich so der Grundstein von dem ganzen Mod. Wie gesagt, Crafting-Rezept oben in der Ecke. Wie ihr wahrscheinlich schon seht. Genau. Und genau, was man dafür noch braucht, das sind zwei Items. Die habe ich auch schon im Inventar hier, ne? Und zwar ist das der Nexus-Katalyst. Und der Strong Katalyst, also Katalysator oder so ähnlich heißt das auf Deutsch. Und zwar braucht man die, um den Nexus zu aktivieren. Und, na, das mache ich erstmal weg. Also, um den zu aktivieren, muss man das einfach hier reinlegen und dann wird das aktiviert. Das will ich aber erst gerade gar nicht. Denn es gibt zwei Arten. Und zwar einmal den normalen und einmal den starken. Bei dem normalen, wenn das dann aktiviert ist, dann wird das so sein, dass dann immer irgendwie nachts irgendwann mal so eine Horde Mobs, so Gegner so dann mal kommen und angreifen und so, ne? Und beim, warum sage ich eigentlich immer ne? So eine Angewohnheit von mir. Sorry, wen das stört. Und jetzt der Strong Katalyst. Ich habe heute nicht schon beim Reden. Also wenn man den da reintut, dann kommen dauerhaft so Mobwellen immer hier und versuchen den Nexus zu zerstören. Meine Güte, was ist los heute, ey? Genau, und das ist eigentlich auch das ganze Ziel von dem Mod. Der Mod. Genau, ihr müsst eigentlich nur diesen Nexus beschützen. Und zwar ist das ganz lustig. Ich empfehle euch dann noch den Balkans Weapon Mod dazu zu installieren. Denn die passen eigentlich ganz gut zusammen. Da werde ich euch auch nochmal den Link unten in die Beschreibung packen. Genau wie von dem in der Invasion Mod. Genau. Und ja, ich würde sagen, dann lege ich jetzt einfach hier mal den Strong Katalysk da rein. Den tue ich jetzt mal hier weg hier. Und genau, jetzt dauert das eine Weile, während das aktiviert. Kann man auch wieder rausnehmen, wenn man dann doch nicht aktivieren will. Und ich nehme mir jetzt einfach hier mal ein Schwert, ne? Und genau, es, denn für die nächsten Items werden, also ich werde jetzt hier ein paar Mobs, hier seht ihr, da kommen schon die ersten. Ich werde da so ein paar Mobs killen. Und da die droppen nämlich hier so diese Teile hier, die Small Remains, und die brauchen wir nämlich, um noch neue Items herzustellen. Genau, und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich auch, boah, ja, das ist doch voll einfach und so, ne? Aber das ist nicht so, denn es gibt andere Mobs als im normalen Minecraft. Das habt ihr vielleicht auch schon hier gesehen. Und ja, da werde ich euch jetzt einfach, während ich hier die Mobs weiter schnetzel hier, werde ich euch einfach mal die Bilder von den ganzen Mobs, die es hier so gibt, einblenden. Und die haben auch verschiedene Fähigkeiten. Und ja, die werde ich einfach da drunter schreiben. Wird jetzt wahrscheinlich schon dran sein. Also nicht wahrscheinlich, sondern es ist so. T
denn ich weiß das ja nicht. So. Komm, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Komm zu Papi. Kommen jetzt keine mehr oder was? Ist da schon alles, was ihr drauf habt, ihr Luschen? So, und das reicht jetzt auch schon am Mobs-Schnetzeln. Ihr habt jetzt alle Mobs gesehen. Und genau, ihr seht auch im Chat unten, wird immer angezeigt, was gerade für eine Wave ist oder wenn der Nexus irgendwie angegriffen wird. Und genau, wenn man so und so viel Mobs gekillt hat, kommen hier auch noch Rift Flux raus. Die kann man sich auch hier aus diesen Small Remains craften. Und zwar braucht man da 8 Stück und ja, seht ihr oben eingeblendet. Und genau, diese Teile brauchen wir, um andere Items herzustellen. Und diese Items werde ich euch jetzt mal zeigen. Was ich noch vergessen hatte, ist der Nexus Adjuster oder Adjuster, keine Ahnung wie er heißt. Auf jeden Fall könnt ihr, bevor der aktiviert ist, oder, na, er geht auch währenddessen noch, Rechtsklick auf den Nexus machen und dann... Okay, geht also doch nicht, wenn es schon läuft. Wenn er schon aktiviert ist. Also auf jeden Fall, wenn er noch nicht aktiviert ist, könnt ihr da Rechtsklick drauf machen. Und dann wird die Reichweite erhöht, wo Mobs spawnen. Also jetzt ist das im Radius von 52 Blöcken, wo die ganzen Mobs... Ah, das ist ja auch cool. Das kannte ich noch gar nicht, den Creeper. Also die Creeper, die explodieren so. Oh, das ist ja cool, das ist ja cool. Oh, so cool. Ja, okay. Auf jeden Fall ist das halt, um den Schwierigkeiten nochmal ein bisschen zu verschwierigeren. Also erschweren. Ach, vergiss es. Zu erschweren, genau. So. Kommen wir also jetzt zum nächsten Item. Und zwar ist das nächste die Material Materialprobe auf Deutsch heißt es einfach, ne? Und da kann man auch wieder Rechtsklick mitmachen auf irgendeinen Block. Ja, ich nehme jetzt mal den Sandstein. Und dann wird unten angezeigt, wie stark dieser Block ist. Also was der für eine Haltbarkeit hat. Denn diese ganzen Mobs hier haben auch eine Besonderheit. Und zwar können die sich durch jede Art von Blöcken, können die sich einfach durchfressen. Also deshalb ist das auch so schwer eigentlich, denn die fressen... Können sich durch die ganzen Blöcke und so können die sich durchfressen. Das erschwert das Ganze nochmal ziemlich. Und die können auch so Brücken und sowas bauen. Also das ist richtig Hammer, ist das. Und hier seht ihr ja die... jetzt habt ihr auch im Chat gesehen. Also da wurde angezeigt, dass da so ein Viech den Nexus beschädigt hat. Das wird auch immer im Chat angezeigt. Und ja, genau. Das gibt natürlich Möglichkeiten, den zu schützen mit Obsidian und so. Und da könnt ihr halt hier mit dem der Materialprobe könnt ihr dann halt gucken, wie viel Haltbarkeit das ganze Zeug hat. Und könnt dann halt das nehmen, was so die meiste Haltbarkeit hat. Und das schützt dann natürlich den Nexus. Und da kann man sich so richtige Verteidigungsteile halt aufbauen und so. Also es ist schon richtig cool. Aber ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Item. Oder besser gesagt zu den nächsten Items. Und zwar sind das Fallen. Und zwar die Feuerfalle und die Riftfalle. Die Riftfalle. Die könnt ihr auch hier auf den Boden setzen, wenn da irgendwo Platz wäre. Also einfach hier auf den Boden setzen, wenn das gehen würde. Da jetzt. Wenn dann einer von diesen Mobs da drüber läuft... Ist da ein Mob drüber gelaufen. Jetzt haben die alle da in der Umgebung Schaden bekommen. Und wir können da wieder die leere Falle... Da seht ihr hier, der haut die Blöcke kaputt.
Dann macht euch erstmal alle ab hier. Was wollte ich gerade sagen? Genau, da kann man wieder neue Fallen draus machen. Und ja, dann gibt es noch die Feuerfalle. Oh, diese Geräusche, Alter. Wenn ihr die hinsetzt und dann läuft da ein Mob drüber. Lauf drüber. Ja, hier. Genau. Dann fangen die Feuer. Wow, der kriegt Schaden. Das soll der aber noch nicht. Ach, diese Kackspinnen. Ja. Und ja, das ist halt sehr nützlich, wenn man diese Mistviecher hier verteidigen will. Also so richtige Verteidigungsanlagen und so, ne? Wie gesagt, das ist schon echt cool, ne? Kommen wir to the next item. So, das nächste Item ist echt cool. Und zwar ist das der Strange Bone. Genau, mit diesem könnt ihr Rechtsklick auf einen gezähmten Wolf machen. Also hier, der war schon gezähmt. Da kann man dann Rechtsklick drauf machen. Da bekommt er so ein lilanes Halsband. Und der ist jetzt an diesen Nexus gebunden. Also der verteidigt jetzt den Nexus. Also hier, die ganzen Mobs, die hier kommen, die greift er jetzt an. Hier, wie man sehen kann. Wenn dieser dann stirbt, ich kill den jetzt mal, dann wird er nach einer Zeit... Ja. Komm, die Zeit ist oben. Mach hin. Da ist er jetzt wieder. Ja, genau. Dann spawnt er hier in den... Dann spawnt dieser Hund hier in der Nähe wieder. Also, er ist sozusagen unsterblich, dieser Hund. Also, der kommt immer wieder und verteidigt den Nexus. Und ja, ihr seht, das wird echt langsam echt viel mit diesen Mobs. Also, es ist so schwierig. Also, ich glaube, mein weitestes war bis jetzt Wave 80. Dann hält selbst die beste Verteidigungsanlage nicht mehr dicht. Also, ich muss schon sagen, es ist... Ja, aber es macht schon Bock, diesen Mod zu spielen. Und... Ja, das nächste Item kommt jetzt. So, das nächste Item heißt Strong Dampin Engine. Und ich habe gerade gesehen, dass ich vergessen habe, das noch ins Inventar zu tun. Genau, es gibt nämlich auch einfach nur ein Dampin Engine. Das ist dann halt die schwächere Version davon. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz kapiert, was das bringen soll. Da stand irgendwas davon, dass man das hier in den Nexus tun kann oder so. Dass das dann irgendwie hilft oder keine Ahnung. Ich habe das nicht verstanden. Das ist halt auf Englisch die Seite. Also wenn ihr es wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare unten, denn ich kapiere echt nicht, was das bringen soll. Aber ich wollte es euch mal so zur Dings da, halber Dingsbums da. Einfach mal zeigen halt. Ja, genau. Ja, zur Vollständigkeit halber. Genau, das war das Wort. Ja, da seht ihr, da ist gerade der Hund wieder gespawnt. Nur damit ihr das mal gesehen habt. Genau. So, und jetzt kommen wir noch zu zwei echt coolen Sachen. Und zwar sind das verbesserte Waffen. Und einmal ist das dieses Schwert hier und einmal dieser Bogen. Und zwar, für das Schwert, wartet, ich setze mir mal eben hier einen Spawnpoint, falls ich dabei sterben sollte. Ich weiß, ich bin mal wieder super vorbereitet. Ja, ja, ja. Und da seht ihr hier auch schon direkt der Idiot hier, der hat was gebaut. Also da könnt ihr sehen, das geht nämlich auch. Das ist nämlich mal wieder echt cool. Wie kann ich nicht oft genug sagen, ne? Auf jeden Fall gehe ich jetzt in den... Game of Null. Und, da bin ich ohne Rüstung. Ja, nee, es geht gar nicht. Auf jeden Fall dieses Schwert. Ich gehe mal wieder. So, das lädt sich nämlich in die genau, das lädt sich auf und... Ach, jetzt habe ich das natürlich nicht gezeigt, aber es... Warte, jetzt gehe ich noch. So, genau, ich bin jetzt... ich bin jetzt fast tot und das hat sich aufgeladen, aber ich kann jetzt... Rechtsklick machen. Ich habe gesagt, ich kann Rechtsklick machen.
Aber warum klappt das jetzt nicht? Komm wieder hoch, komm hoch. Geh doch kaputt jetzt. Haha, nein! Das gibt es nicht. Mann, nein, das ist nicht gut. Nee. Auf jeden Fall, wenn es denn funktionieren wird. Warum hat das eigentlich gerade so wenig Schaden gemacht? Wenn das denn gescheit funktionieren würde, könnte man sich da, wenn es aufgeladen ist, das war wahrscheinlich nicht genug aufgeladen, heilt das einfach mal 3 Herzen. Also das ist auch recht praktisch. Aber der Bogen, der ist noch viel besser. Und zwar, warte, wo gehe ich runter? Hier. So, da drüben sind recht viele. Wo ist jetzt der Bogen? Was war das jetzt? Warum? Hä? Funktioniert ja wieder alles super hier. Genau, da müssen wir auch wie bei einem normalen Bogen Rechtsklick gedrückt halten. Warte, ich halte jetzt. So. Kannst du nochmal Rechtsklick gedrückt halten. Und dann ein bisschen länger und dann wird der so rot. Wenn wir dann damit loslassen, bam, fängt der Mist an zu brennen hier. Bam, 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 bam. Und da sieht man auch unten eine voll coole Animation und so. Also damit können wir die Mobs anzünden. Und wir können auch durch mehrere Mobs hindurch schießen. Wenn mal irgendwo mehrere Mobs... Ja, genau, hier so. Der bleibt jetzt hier. Und da vorne der Zombie-Pigman war nicht mehr da, verdammt. So, jetzt hier. Mann, da warum geht das nicht? Also man kann durch mehrere Mobs hindurch schießen, auf jeden Fall. Und... Ja, das ist nämlich echt cool, denn... Wie gesagt, es ist echt schwierig. Da ist doch jede Hilfe... Was war das gerade? Da ist doch jede Hilfe einfach mal saupraktisch, ne? Und... Ja, geh in die Luft um, Mist. Creeper. Und ja, das war's dann. Also es war schon wieder viel zu lang, wollte ich eigentlich sagen. Viel zu lang. Tut mir auch recht leid, dass ich so viel labern. Labern muss. Aber ich möchte jetzt noch, dass ihr Spinnen da, dass ihr den Nexus kaputt haut. Haut den Nexus kaputt, komm, bitte. Haut ihn doch kaputt, tut es doch für mich. Für mich. Sollst du jetzt hochgehen, du dumme Spinne? So, jeden Moment haben sie es da. Er ist kaputt. Und ihr seht da, er ist hin. Und die ganzen Mobs, die hier gespawnt sind, sind in die Luft geflogen, also weggegangen. Und hier seht ihr noch Nexus Level 16. 204 Mobs killed. Reichweite 52. Und was das bringt, weiß ich immer noch nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, war es das denn nun endlich? Also das ist jetzt nun endlich das Ende. Alter, liegen hier viele XPs rum. Ja, damit verabschiede ich mich von diesem Mod. Ich hoffe, bleib hier. Oh. Ich hoffe, es hat euch gefallen und so. Bleibt jetzt bei meiner liegen? Nee. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich hoffe, es war euch nicht zu langwierig, weil es da so viel schief gegangen ist. Ich weiß, ich hätte mich besser vorbereiten müssen. Ja, bla 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 bla. Und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.